Was ist denn euer liebstes Eskimo-Eis? Diese coole Wartehalle steht gerade in Wien, hier am Stubenring, und wir haben die Chance genutzt und fragen, was das Lieblingseis der Leute ist. Warum habt ihr euch für Out of Home entschieden, speziell für diese wunderschöne bunte Wartehalle? Also in erster Linie, weil Österreich ja wirklich ein Plakatland ist und wir sehr viel Out-of-Home-Kampagnen an die Konsumenten bringen können, beziehungsweise die Konsumenten das auch nehmen. Und die Wartehalle hat uns extrem interessiert, weil es eben auch mit Musikbespielung ist und wir natürlich mit Nico Santos einen tollen Testimonial haben, wo wir das Lied abspielen können dann auch. Ja, sehr cool. Und darf ich fragen, was ist denn dein Lieblings-Eskimo-Eis? Ja. Ganz klassisch das Twinnie, einer unserer Klassiker und natürlich, wie man heute sieht, ich bin Team Orange. War das die erste Wartehalle mit Sound, die du und dein Team umgesetzt habt? Ja, genau. Und ich finde es richtig cool, weil wir haben es mit Nico Santos umgesetzt und ich bin ein ziemlicher Fan. Und sein neuer Hit, Like Ice in the Sunshine, ist auch ein richtig cooler Sommerhit. Wenn wir schon in dieser Eskimo-Wartehalle stehen, hast du ein Lieblings-Eskimo-Eis? Ja, definitiv Cornetto. Was ist denn das Besondere an dieser Wartehalle? Also das Besondere an dieser Wartehalle ist, dass man die neue Single von Nico Santos hören kann und mit dem QR-Code hier kann man sie auch gleich streamen. Hast du ein Lieblings-Eskimo-Eis? Mein Lieblings-Eskimo-Eis ist Jolly. Was ist denn dein Favorite bei dieser Wartehalle hier? Also wir haben ja schon viele Wartehallen im Total-Look gemacht, aber dass man dann ein Dachbranding hat oder sogar hier auf einer Tiefkühltruhe quasi sitzen kann, das ist natürlich Weltklasse. Und hast du ein Lieblings-Eskimo-Eis? Mein Lieblings-Eis ist der Twister. Ähnlich wie offensichtlich vom Nico Santos, wie ihr da sehen könnt. Also mein Lieblings-Eis ist eindeutig das Jolly und das werde ich mir jetzt gönnen.